Ja, ihr habt da beim letzten Mal nicht mit gerechnet, dass ich euch so spontan rausschmeiße. Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation, Mensch. Wir kommen immer näher, glaube ich, zum Ende. So fühlt es sich zumindest an. Hier stand gerade hier noch was von Interesse. Ist aber gelogen. Deswegen... Ach, ich erinnere mich. In der Abteilung waren wir doch schon mal, aber da waren wir da unten. Wisst ihr noch? Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Das wird lustig. Aber hier war noch ein Terminal. Stromausfall. Sehr gut, sparen wir uns das Terminal und drücken mal hochklettern. Keine Ahnung, wo sie hochklettern möchte. Ah, okay, alles klar. Es wird immer mehr zu Mirror's Edge, kann das? Ich finde diese Durchsagen, ne? Die fände ich auf Englisch, wenn ich ehrlich bin, viel geiler noch. Das ist total atmosphärisch. Ah, okay, das klassische, warten, bis der Strom vorbei ist und dann durchgehen. Gucken, wie lange der ausbleibt. Bestimmt nicht so lange. Ja, ich habe schon abbekommen. Das fühlt sich an, wie als wäre das so heiße Luft oder so. Deswegen gehen wir mal so nah, wie es geht, ran. Und durch. Jawohl, hat funktioniert. Hier ist der nächste Luftstrom. Oder? Ist der hier aus? Die sind doch immer parallel zueinander. Also müsste hier doch einer sein. Ah, nicht so viel denken, einfach machen. Oder ist kalte Luft. Das kann natürlich auch sein, so kühl, scheiße. Herunterspringen. Möchte ich das? Möchte ich hier runterspringen? Ich tue es einfach, wenn das mir schon angeboten wird. Mach ich das mal. Was bringt mir das jetzt? Ja, okay, ich muss die Seite wechseln. Ist auf jeden Fall kühl. Seht ihr, wie das gefrostet ist? Hochklettern. So, schauen wir uns das Ganze mal von einem anderen Blickwinkel an. Was wird denn aber transportiert? Was sind das für Platten? Keine Ahnung. Ist auch egal. Vielleicht irgendwelche Server-Racks oder so. Der Weg ist ja relativ klar, wo wir jetzt lang müssen. Ich denke, es hat irgendwas mit Servertechnik zu tun hier, der Raum. Springen. Der Schrei. Sehr gut. Na komm, wir. Geschafft. Stromausfall. Stromausfall. Ah, normalerweise könnten wir wahrscheinlich mit der Gondel hier rüber. Ich habe einen Elektroschocker am Mann, das finde ich doch schon mal supi. Was haben wir denn hier? Aha. Hier waren wir aber auch schon mal. Komm ich jetzt nicht hier wieder hoch, oder was? Ich wollte schon sagen. So, wir sind hier auf dem Rundgang. Wahrscheinlich geht es gleich irgendeine Tür rechts rein. Die schon mal nicht. Da ist eine Speicherstation. Schmeckt mir. Die Tür wird sein, aber ich gucke mir trotzdem noch die nächste an. Gefahr nah. Wo ist denn hier Gefahr? Bestimmt liegt hier wieder so ein passiver Android irgendwo rum. Schauen wir doch mal, wo er ist. Offensichtlich nicht. Da ist noch... Was ist denn mit der Platte falsch? Wo könnte es denn da lang gehen? Ich nehme einfach mal den Eingang. Mal gucken, wo er uns hinführt. Licht aus. In absolute Dunkelheit. Es leuchtet da rot. Okay, wir scheinen hier sicher zu sein. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was haben wir da? Geräuschmacher, nehmen wir mit. Leuchtfackel brauchen wir nicht. Haben wir alles voll. Okay, es war anscheinend nur so ein kleiner Raum mit so ein paar Goodies drin. Ja, ist doch nicht schlecht. Sehe ich mich doch bestätigt in meinem Vorschaudrang. Na, komm mal rauf. Danke. So, dann gehen wir doch mal durch die Tür, die aufging. Nämlich hier. Gehen wir nicht mehr? Na, okay. So, und nutzen den Hebel. Ich möchte wieder Kontakt mit Menschen haben. Ich bin so alleine die ganze Zeit. Ah, nein. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich hier so durchkämpfen. 100 Pro steht er auf. Ja, klar. Moin, Jung. Ja, komm. Ich muss den hier hinten bekämpfen.
etwas verkehrt? Ja, du bist verkehrt. Kommen Sie mit mir. Nee, nicht so unbedingt. Ist mir lieber, als wenn ich an dem vorbeilaufe und der mit deinem Rücken fällt. Wisst ihr, was ich meine? So, und piep und verkloppen. Das war natürlich meine letzte Chance, jetzt hier irgendwie mit dem, ne? Mit dem Elektroschocker zu verfahren. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Ich höre das mal an. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma im APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ja, sorry. Ja, ich denke, Apollo steckt aktuell dahinter. Irgendwer hat wahrscheinlich Apollo umgedingst. 3 Headshots waren das, ne? 100 Pro, wenn ich da reinlaufe, wachen die alle auf. Deswegen möchte ich das vermeiden. Wie weit denn noch? Da durchgehe ich, guck mal, ob ich da drunter her schlüpfen kann. 3 Stück an der Zahl. Ich meine, die kriege ich auch platt, aber ich möchte jetzt nicht so viel Lärm machen. Erstmal mache ich die Kamera aus. Ich kann mir vorstellen, wenn ich von der Kamera erfasst werde, dass ich dann halt hier richtig Besuch bekomme. Aus. Okay, das war der einzige Zweck dieser Stromverkabelungseinheit. Sehr schön. Hier kann ich mich verstecken. Ich habe aber nicht so Bock drauf. Hier ist noch ein Schacht. Okay, Sprengkapsel nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts. Diesen Schacht, mal gucken, wo der hinführt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine ganz angenehme Abkürzung ist, um mich nicht mit diesen Typen da oben befassen zu müssen. Mal schauen. Sind wir richtig? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Liegt nichts rum. Doch, da liegt was rum. Ladungspack kann ich nicht nutzen. Also verbauen wir es. Ich möchte echt mehr auf die EMP-Minen gehen. Deswegen hauen wir da doch mal alles rein, was wir haben. Wir haben ja aktuell den Hauptfeind haben wir als von den Androiden, deswegen finde ich, das ist eine gute Investition. Warum ist da schon wieder die Kamera an? Die habe ich doch gerade ausgeschalten. Ausgeschalten oder ausgeschaltet? Was sagt ihr? Ich bin für Ted. Okay, hier geht's hoch. Mal gucken. Da ist hier eine neue Verkabelung. Kurz prüfen. Keine Signale. Hallo? Ich würde gerne aussteigen. Okay. Ethanol ist ein böser Geist. Wir machen auch die Kamera aus. Einfach aus Prinzip. Bereich B. Okay, der ist aktiv. Der ist 100 Pro auch aktiv. Ach, das sind jetzt so mehrere von diesen Schächten hier anscheinend. So, mal gucken. Wenn es noch da weitergeht, nehme ich doch den Weg. Schadet ja nicht, wenn wir unterirdisch vorankommen. Sparen wir uns die Klopperei und wir sparen Moon. Es scheint tatsächlich hier weiter zu gehen. Gefällt mir natürlich. Jetzt geht's nach rechts. Okay. Aber wieder nach links. Sehr gut. Nochmal nach links. Jetzt müsste es nach rechts gehen. Optimal. Hier ist der dritte Bereich. Richtig? Richtig. Ich denke mal, es wird noch ein vierter sein. Das wird auf jeden Fall logisch sein. Schauen wir auch hier mal raus. Mein Gerät sagt nichts, also können wir rauskommen. Ja, die Bereiche sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Also muss auch hier irgendwo eine Steuerung der Verkabelung sein. Nur wo ist die Frage? Da hinten. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier durch müssen. Aber wir schauen trotzdem nochmal, ob wir Sneaky da noch lang kommen. Müsste ja dann hier nach links gehen.
Nee, geht es nicht. Alles klar, gut. Dann weiß ich Bescheid. Gut, dann müssen wir halt den einen verprügeln. Oder beziehungsweise abknallen. Ich glaube, 2 Headshots waren das mit der Pumpgun. Ich nutze einfach eine MP-Mine, was soll das? Ich habe doch mittlerweile 3 Stück. So, jetzt können wir durch. Der steht gleich auf, pass auf. Ich zeig's euch. Ist eigentlich dumm, ist darauf zuzugreifen, wenn der gerade hinter mir aufsteht. Der ist aus, sehr schön, keine Kamera mehr. Ist tatsächlich nicht aufgestanden. Sicherheitszugangsgenerator. Ich möchte wissen, ob er aufgestanden ist. Nein, ist er nicht. Dann war das doch gar nicht mal so unklug, unser Plan. Jetzt höre ich ihn allerdings da rumlappern. Also schnell. Ja, mach los. Cool. Minimaler Kontakt, maximaler Erfolg. So gefällt mir das. Ach, da ist er doch. Moin, Jung. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Ja, super. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Was heißt etwas Drastisches? Präzisier das mal. MBV-Alarm oder so ein Scheiß. Android Orientation. Da gehen wir doch mal hin. Die nehmen wir aber noch mit. Ja, ist ja aktuell der einzige Weg, den wir einschlagen können. Von daher machen wir das einfach mal. Okay, da ist noch eine Tür. Strom wiederherstellen. Shits. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Ja, mach du mal. Mach du mal, Jung. Ich fühle mich hier nicht wohl. Irgendwas stimmt hier nicht. Kennt ihr dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und ihr das nicht wollt? Immerhin können wir da speichern. Das ist doch auch schon mal was. Hup. Und keine Gefahr ist nah. Trotzdem bleibt das Bauchgefühl. Die Tür ist auch zu bestimmt, jawohl. Gehen wir mal weiter. Ach, jetzt sind wir bei ihm. Da ist ein Generator, mit dem ich nichts machen kann. Genau wie hier. Wo Samuel, ist er denn hin? Das ist zu gefährlich. Oh, wie mir ist ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuel, nein! Was macht er denn? Was hat er denn vor? Was will er denn tun? Will er sich selbst zum Androiden machen oder was? Och Leute, das ist hier wie so ein Kampfschauplatz. Das gefällt mir nicht. Ich wette, er wird zum Androiden oder so. Greift mich an. Apollo-Verbindung eingeleitet. Moment mal. Ich, ohne Witz, bestimmt ist es so. Wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Verbinde Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Oh, das gefällt mir nicht. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. You don't say. Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Ja, wo denn? Scheiße, Samuel, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Wo denn? Okay, zuerst rot. Menschliches Personal. Evakuieren. Dies ist keine... Alter, wo muss ich denn hin? Rotes Kabel, da ist ein rotes Kabel. 50% Systemkapazität. So, komm, hier. Lokale Stromversorgung außerhalb der... Rotes gelöst. 75%. Gefunden. Nur noch 2, Ripley. Boah. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Was geht denn hier ab? Warum bin ich gestorben? Was war das denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Freunde. Wirklich nicht. Aber gut, wir gucken uns jetzt vorher die Bodenplatte von dem Androiden an. Die hier irgendwo liegen soll.
Samuels, da ist Android. Das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, hier soll nein! irgendwo eine Bodenplatte sein. Aber wo bitte? Ah, wahrscheinlich meint er den. Also zuerst rot, dann den. Da ist auch rot. Das sind zweimal rot. Okay, muss ich das verstehen? Das ist gelb. Apollo-Infizierung wurde blau. Beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Oder ist das rot? Ist das grün oder ist das rot? Das ist rot. Ich hab's gerade falsch gemacht. Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Ja. Samuels? Das ist rot. Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Ja, ja, komm, lass mich ran. Oh nein! Amanda! Oh nein! Sie müssen das System manuell abschalten! Mach ich! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Lass mich dran! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Das ist rot, oder? Okay! Auch wenn da gelb ist, aber das ist das dicke Rote. Jetzt müsste es eigentlich das Richtige sein. Rot erledigt! Ah, okay. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel! Können blau. Sie es sehen? Blau geht da lang, da lang, da ist blau. Und aus damit. Jetzt kann ja nur noch grün fehlen, oder? Ich hab's! Blau getrennt! Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen! Apollo macht es mir nicht leicht! Ja, red ich nicht, brauche sag. Das nächste, Samuels! Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Ja, das ist grün hier. Das ist die umgeworfene Tragbare, oder? Ich hoffe, es war richtig. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten roten Platte. Ja, das ist der hier. Das ist der. Gerade war, ja, das war echt gerade der Bug. Ne, hab da mitbekommen. Das war nicht direkt gesagt. Jetzt nur noch eins, Ripley. Ja, welches? Wo ist es? Scheiße, ich hab's vercheckt. Ist es das hier? Es ist das. Und aus damit. Ja, Volzken. Das war knapp. Hat das geschafft? Ich war rein hier. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Das ist nett von dir. Der gute Samuels hat am Ende doch nochmal richtig was Gutes für uns getan. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ja, echt mal viel zu fett, der Junge. Ich bin hier, tut mir leid. Wo sollen wir jetzt hin? Egal. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Ja, ich möchte aber zuerst speichern, bitte. Weil den Erfolg, den müssen wir feiern mit einer Speicherstation. So. Actiongeladene Folge. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Alien Isolation mit mir. Bis zum spätesten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wiedersehen.